In 4 Tagen wird in Wuppertal-Elberfeld die B7 gesperrt. Es werden dadurch Engpässe und Staus erwartet. Mit dem Fahrrad kann man in vielen Fällen am Stau vorbeifahren. Wir zeigen, wie es geht. Willkommen zurück bei talradl.de. Heute gibt es wieder eine Routenempfehlung, und zwar vom Robert-Daum-Platz in die Nordstadt. Es ist zwar ein Umweg, aber es geht. Mit dem Rad auf den Ölberg. Zunächst fahren wir die Bredastraße hoch. An dieser Stelle hier kann man auch links die Platzhofstraße nutzen. Weiter geht es dann durch die Katernberger Straße. Über die Funkstraße erreichen wir den Ottenbrucher Bahnhof. Von dort aus geht es dann in Richtung Nordstadt. Vom Zugang Dorenberg kann man über die Brücke Unterer Dorenberg und die Wiesenstraße den Ölberg erreichen. Geradeaus ist die Nordstadt anliegend. Und wer noch ein Stück weiter fährt, kann über den Zugang Schleswiger Straße auch den Ostersbaum erreichen. Das war's für heute. Morgen gibt's an dieser Stelle Tipps zum sicheren Fahrradparken.